Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Against Total War Saga Thrones of Britannia. Mit mir, dem Tante Günner, auch bekannt als Günther Shadow, und ich bin natürlich nicht alleine hier. Nein, der Cornelius Drag ist auch noch mit am Start. Ich grüße dich ganz herzlich. Ich grüße zurück. Ja. Du bist auch gerade dran, ne? Richtig, wir sind dabei stehen geblieben, dass ich gerade die Rebellen angreife oder zurückziehe. Oder versuche, irgendjemanden hinterherzulaufen, aber läuft ganz nicht so, wie ich es mir vorstelle. Das finde ich schön. Ja, das glaube ich, dass du es schön findest. Naja, gut. Muss ich gucken, wie ich das jetzt meister. Ich schaue mich da mal gerade halt so, ja. Die Armee ist einfach von meinem Gegner geflohen und hat es geschafft, so weit zu fliehen, dass ich nicht hinterherkomme. Und zwar in die Richtung meiner Städte. Aber wenn ich mir alleine so angucke, was du da erobert hast von Northumbria, dann ist das ja auch schon gierig, ne? Ja, aber die hat noch keine Armeen dort gehabt. Ich konnte mir einen Dörfchen nach den anderen holen. Ja, ist schon klar. Krasser Stoff auf jeden Fall hier. Jetzt nur die Frage, ob ich genug Einheiten habe. Nee, habe ich nicht. Shit. Hätte ich jetzt schnell einer ausgehoben und angegriffen. Na, ich habe ja noch die Hoffnung, dass sie durch den Winterverschleiß mehr Leute verlieren. Das wäre ja ganz schön. So, dann habe ich eigentlich gar nichts weiter zu tun. Aha. Oder? Doch, ich kann jetzt endlich mal meine Stadt ausbauen. Das kann ich mal tun. Aha. Oha. Oha, oha, oha. So, und? Ja, ich glaube, noch keine Revolte, wenn wir Glück haben. Shit, das habe ich vergessen. Ich wusste, ich habe was vergessen. Mercer greift meinen Verbündeten an. Da ich keinen Border Wars Modifikator kriege. Ah, nee, warte mal. Euer Verbündeter hat einer anderen Fraktion den Krieg erklärt. Der greift Mercer an. Ja, ist okay. Kann ich mit leben? Von Mercer ist auch nicht mehr viel übrig. Genau eben. Und, überrannt. Ja, das ist richtig. Und auf der anderen Seite, finde ich, ist es auch ganz gut, dass. Ich krieg keinen Grenzkriegmodifikator dadurch. Ah, das ist jetzt gemein. Ja, und vielleicht können wir uns da noch so einen kleinen Überrest von dem Kadaver schnappen. Boah, ey, Alter, die haben gerade schon wieder zwei Siedlungen verloren. Die sind einfach so ruhmlos untergegangen. Ja, Northumbria hat schon echt aufgeräumt da oben. Ja, ja, ich brauche unbedingt ein Bündnis mit denen. Die müssen mir helfen gegen wie heißen sie hier? Oh, wir haben ergiebige Ernte. Cooler Schild auf jeden Fall. Das sind aber ganz schön viele Revolten, die gerade hier. Die müssen mir auf jeden Fall helfen gegen Wessex, ne? Ja. Ja, Wessex ist echt hart am Anfang. Ja, und die haben halt auch noch walisische Stammlande, ne? Da willst du halt schon was gegen tun. Ja, cool, jetzt kann ich mir endlich diese Armee schnappen. Ja. Das finde ich schlecht. Endlich. Wow, es ist ein teurer Spaß, hier die Sachen auszubauen. Rodris Sohn wird sich beweisen. Ja, wie machen wir das dann am besten? Da haben wir schon mal positiven Bereich der öffentlichen Ordnung, das ist gut. Da bauen wir auch mal einfach so weiter aus. Ja, wir brauchen ja mehr Nahrung auf jeden Fall mal, ne? Okay, dann könnten wir doch, jetzt müssen wir mal schauen, wie könnten wir die am besten jetzt überfallen. Wir holen uns noch einen weiteren General am besten, ne? Und zwar den einen hier, und dann am besten den anderen hier und den anderen dahin. Für den Ruhm der Kymri. Das ist nämlich das, was ich hier vorhabe. Wie sieht denn die Garnison hier aus? Die ist noch sehr schlecht. Meine Krieger werden nicht zögern!
Ja, ich habe aber einfach viel zu wenig Kohle, um hier irgendwas machen zu wollen. Ich finde das schon wichtig, hier auch noch eine gute Einheit mit drin zu haben. Gibst du direkt bitte an ihn weiter. Wir sind entschlossen. Ausrücken. Dann wirst du hier hingehen. Wir werden euch gut dienen. Das machen wir aber noch nicht jetzt. Wir sind Artus Volk und reinen Herzens. Die kann ich aber schon mal mitnehmen. So, habe ich immerhin schon mal 12 Einheiten. Da ist doch was. Ja. Ja, besser als nix. Weserfjordre ist tot. Die haben echt wehgetan beim letzten Let's Play. Die haben echt ewig gelebt, mir immer wieder Dörfer geklaut. Die Schweine. So. Du hast walisische Rebellen da oben, sehe ich gerade in der Nähe von mir da. Da ganz oben? Ja. Altklatt. Ach, Altklatt, ja, das ist auch ein walisisches Gebiet. Obwohl, lustigerweise, die Fraktion Stratclad von meinem Familienbaum abstammt. So, jetzt kann ich endlich North Yoda angreifen. Also, wenn du willst, kannst du gerne schlagen, aber Outresolve sagt, die haben gar keine Chance. Zeig mal. Komm, hier, machen wir mal. Ist es ein Dorf oder was ist es? Es ist ein Dorf, ja. Ach Gott, würde ich ja eigentlich sagen, das sollte man tatsächlich Auto-Resolve, ne? Aber okay, gut, komm. Ja. Hätte ich jetzt auf Auto-Resolve gedrückt, hättest du es gar nicht gesehen. Nee, hätte ich nicht gesehen, ja, ja. Wäre auch absolut in Ordnung gewesen. Dann merke ich mir das mal fürs nächste Mal. Dann, ja, also bei sowas, ich glaube, das braucht man wirklich nicht spielen, aber wenn das jetzt zum Beispiel eine Stadt gewesen wäre oder so, hätte ich gesagt, so Stadtbelagerungen, ne, die sollte man schon manuell ausspielen. Aber da kommen wir bald hin. Ja, ja. Bin kurz davor. Ja, ja. Wobei ich ehrlich gesagt sogar überlege, North Yoda einen Frieden anzubieten, damit ich erstmal ein bisschen Ruhe habe. Kann mich auch nicht schaden. Das ist vielleicht auch ganz nice, ja. Wie lange kannst du Frieden halten, bis du denen wieder den Krieg erklären kannst? Ich glaube... Ich glaube 10 Runden. 10 Runden, ja. Boah. In den 10 Runden kann ich mir die ganzen Rebellenstädte schnappen und Stratclad die Reste aufsammeln. Ja. Dann habe ich schon wieder ein bisschen mehr Power. Die Ladezeiten wieder, ne? Du ja, hast es immer noch nicht auf der SSD, ne? Nee, das habe ich heute nicht mehr geschafft. Ah ja, ist ja auch. Ist ja auch. Werde ich aber zu morgen machen. Das ist kein Thema. Wie? So, dann hoffen wir mal, dass es jetzt weitergeht. Wie bewandert bist du eigentlich über die nordische Mythologie? Bitte? Nochmal? Wie bewandert du eigentlich mit der nordischen Mythologie bist? Oh, nicht so sehr. Ich habe da mal ein Buch drüber gelesen, aber das ist auch schon wieder ziemlich lange her. Axtkämpfer! Jetzt vor kurzem kam... Das ist ja eine tolle Karte. Ja, die ist fantastisch, ne? Die ist super. Naja, gut schon. Warte mal, das ist sogar ein Schwertkämpfer, ne? So, sollen wir mal kämpfen? Machen wir das mal. Brauchst du noch was, oder? Ja, ich muss noch kurz aufstehen. Ja, dann mach noch grad. Für den Krieg gerüstet. Hihi. Wo bin ich? Ach, na toll. Aber wir haben ja gesagt, wir machen das mit dem Campen nicht, ne? Wir spielen schon offensiv, ne? Da könnte ich dann tatsächlich, könnte ich vielleicht noch was reißen.
So, ich bin soweit. Ja, ist gut. Jetzt weiß ich, wo du bist. Die eine Truppe hat man noch gesehen. Ja, die haben sich gerade bewegt, ne? Oh, das ist aber... In dem Spiel haben sie die Wälder echt dicht bebaut. So, haben die Kavallerie? Tja, nee, haben die habe ich im Wald versteckt, Junge. Ah! So, sollen wir dreifache machen? Nee, das da vertue ich mich nur. Das ist. Das ist genau das, was ich gebrauchen kann. Na? Nein! Hätt doch nicht die feindlichen Einheiten rein! Ja, gut gemacht. So. Glück gehabt, die extra weggehauen. Mein Triumph war, dass ich es tatsächlich noch geschafft habe, eine Einheit von ihr anzugreifen. Ja, du bist doch angekommen. Ich habe halt gedacht, ich werde halt schon vorher irgendwie so weggeballert. So, jetzt kannst du auch auf Dreifache machen. Das sind die beiden einzigen Einheiten, die es gibt. Jetzt geht's. Ich glaube, da braucht man nicht mehr viel. So, dann sammle ich nur schnell die fliegenden Einheiten auf und dann war es das hier. War das nicht... Hast du nicht eine Siedlung angegriffen? Stimmt, ja, das ist ja egal. Brauchst du eigentlich nicht, ne? Ja. Vergisst man immer, weil die Dörfer gar nicht so wichtig sind. Und jetzt so, haha, verarscht. Ja. Na gut, wäre nicht so schlimm. Ist so eine Mini-Armee noch. Aber ich hoffe mal, dass es meine... Was war das mal? Dieses Legitimität weiter pusht, dann kann ich endlich meine Nation annektieren. Das wäre schon nice. Bin nämlich kurz davor, ich bräuchte 30, hab gerade 23. Mhm. Wenn ich das noch hinkriege, dann kann ich eine schottische Fraktion schon mal annektieren, dann habe ich schon mal ein bisschen mehr Reichweite, bisschen mehr Nahrung, bisschen mehr Armeen. Das übrigens im Tooltip drin bei dir, dass du solche Annexionssachen durchführen kannst und so? Weil ich persönlich finde ja die Tooltips bei Total War Saga Thrones of Britannia tatsächlich sehr, sehr unübersichtlich. Guck ich mal gleich rein. Ich habe das herausgefunden, weil ich einmal ganz kurz angetestet habe, die Fraktion. Ja. Und weil ich da irgendein Event geschafft habe, gleich in den ersten paar Runden, hatte ich sofort die Legitimation gehabt, um erstmal einen zu annektieren. Ja. Und daher wusste ich das. Also ich finde das nämlich tatsächlich, ich finde die Tooltips nämlich tatsächlich nicht so gelungen. Da habe ich schon bessere. Oder da gab es schon Total War Teile mit besseren Tooltips, ne? Fand ich so. So, wo sind denn die Tooltips? Die Fraktion. Ist ja ganz oben bei dir, ne? Oben rechts. Ach so, ja doch. Ne? Oben rechts, warte. Meinst du jetzt oben über der Karte, oder? Du hast ja hier einmal, du hast ja oben in dieser Leiste auf der Kampagnenkarte, da hast du ja einmal deine Fraktion und dann hast du, oder dein, ach, du dein meinst, Königreich du meinst und dann noch einmal die spezielle, weißt du, was ich meine? Du meinst der Mitte dort. Ja. Ja, da steht drin, Legitimität bringt jene zum Schweigen, die eure göttlichen Herrschaftsansprüche in Frage stellen, haltet Kulturland und verteidigt Verbündete, um einzigartige Boni zu erhalten. Ah, okay. Und Mike Tieren selber steht da nichts drin, da hast du recht, das ist wirklich blöd. Ja.
Ich wüsste jetzt mal gerne, was es auch mit diesem kulturellen Ausgleich auf sich hat. Wenn ich keine walisischen Provinzen kontrolliere, ist es Warte dann mal. der Ausgleichswert? Oh, das ist ein Verbündeter von mir. Das sieht aus wie eine Rebellenarmee. Auch nicht schlecht. Ja, wenn die so So. graufarben sind, ne? Ja, richtig, da ist so ein Verbündeter von mir. Der ist so graufarben, der sieht fast genauso aus wie die Rebellen der Nachbarprovinz. Ich dachte mir, komm, schnappst du dir die auch gleich noch? Du meinst Athfochla oder wie auch immer die heißen, ne? Ja, genau. Genau die meine ich. Die Sachen werden ja dann auch immer so komisch ausgesprochen im Schottischen. Naja, egal. Ich kenne das nur von den Whiskys, wenn ich die mal trinke. Weiß ich, keine Ahnung. Dann wird das halt irgendwie Bunahabain geschrieben, aber Bunahaven ausgesprochen oder sowas. Das finde ich immer ganz Ach, das ist ja fast wie im verwirrend. Dänischen. Da Da kenne kommt ich mich das. jetzt wiederum nicht so aus, aber. Ich habe mal ein bisschen Dänisch gelernt im Urlaub und Ja. habe mich weiter beschäftigt. Und dann habe ich auch herausgefunden, wie sie das alles aussprechen. Das ist, klingt sehr ähnlich. Zum Beispiel Kopenhagen heißt auf Dänisch Köpenhauen, wird aber für uns Deutsche Köpenhafen geschrieben. Also Ja. Havn. Ah ja. Gut. Dann könnte ich ja die Runde jetzt beenden. Mal schauen, ob die jetzt gleich eine Armee ausheben, ob die es erstmal sein lassen. Und ich bin mal gespannt, wann ich Mercia hier sehe. Wahrscheinlich gar nicht. Und da kam keine Armee. Das finde ich gut. Mein Verbündeter campt mal wieder irgendwo in der Ecke. Oh, juhu, mein Lieblingsevent. Überschwemmung, beschädigte Gebäude. Das hasse ich ja so abgrundtief, dieses Event. Das ist schon ziemlich häufig in dem Spiel geworden. Ja, sehr häufig. Also für meine Begriffe auch wirklich ein bisschen zu häufig. Da finde ich, hatten sie es in Rom 2 mit diesen Seuchen wesentlich besser gemacht. Die waren nicht zu oft. Ja, aber ich finde halt, also was ich halt zum Beispiel da mega krass finde bei diesen ganzen Unwettersachen ist, du verlierst halt so gerade am Wir Anfang, werden euch gut dienen. verlierst du halt Wir unfassbar verlieren. viel Zeit und Geld dadurch, ne? Oh ja. Und gerade wenn du so eine kleine Provinz spielst, ist es am Anfang schon echt. Ich bin übrigens fertig, richtig nervig, ne? Das tut weh, da hast du recht. Ja, also wenn hier jetzt zum Beispiel, ich mache ja nicht so viel Kohle, irgendwie so 1200 irgendwas pro Runde, ne? Und dann wird dann halt natürlich auch noch deine Goldmine beschädigt, wo du dann halt nochmal weniger Geld machst. Und dann kannst du da dann halt nochmal 500 Kröten reinstecken, um das Ding wieder zu reparieren. Dann ist deine Kasse halt schon wieder direkt wieder dreiviertel leer, ne? Also, Wo wir naja. gerade davon sprechen, ich hatte auch eine Überschwemmung jetzt Ach wieder. nee, hör auf. Oh Ja, ja. okay, gut, dann bin ich froh, dass ich wenigstens nicht der Einzige bin. Mal sehen, ob er einen Gegenangriff macht. Finde es ja echt schade, dass sie immer noch nicht das Feature eingebaut haben, dass man Provinzen auch tauschen kann Ja, im Handelsfenster. ich glaube, das war halt einfach, weil das bei Napoleon oder Empire, weil das halt so krass exploitet werden konnte. Die KI hat das ja nie geappelt gekriegt, ne? Ja. Aber man bräuchte so ein Feature wie bei Europa Universalis 4 mit, ich glaube, mit Art of War oder so, dass du Provinzen an deine Vasallen übertragen kannst oder so, ne? Ja, sowas wäre schon Das ausreichend für Anfang. Wird eigentlich schon was taugen. Oder dass du halt von deinem Vasallen so eine Provinz einfordern kannst, ne? So in gewissen Intervallen, ne? Also jetzt nicht, dass du es irgendwie so jede Runde machen kannst, aber so alle, keine Ahnung, alle 15 Runden oder sowas. Dann muss man dafür irgendwie auch Kohle bezahlen, irgendwie für die erste Provinz irgendwie 2000, für die zweite 4000 oder so, irgendwie sowas, ne? Das fände ich sehr sinnvoll, wenn man das so managen würde. Ich meine, ich habe schon oft genug im Spiel gehabt, dass ich einfach nicht bestimmte Regionen haben wollte und die dann Ja. trotzdem bekommen habe, weil ich Ja, die halt ja. einnehmen musste, weil mein Feind da war. Genau, ja. Das ist dann schon ärgerlich. Oder dass du es halt so machen kannst, auch wie bei EU4,
dass du halt, keine Ahnung, so eine gewisse Technologie erforschst, dass du da selbst Vasallen erstellen kannst. Das wäre eigentlich auch ziemlich cool. Wäre auch eine Möglichkeit, wäre auch cool. Und eigentlich müsste das ja, das müsste ja eigentlich mit der Engine, müsste das ja eigentlich gehen, ne? Also. Warum zwei? Es gibt ja schon so ein Feature. Zumindest ähnlich. Ja. Also auch bei, natürlich dann auch bei Thrones of Britannia und so. Du kannst nämlich dieses Feature machen, befreien, diese Fähigkeit. Die genau, hast du ja schon drin. Und die hätte man einfach nur ein bisschen umbauen können, dass man daraus gleich einen Vasallen macht, statt einfach nur ein Militärverbündet. Genau, ja. War schon mal, war erstmal ausreichend für den Anfang, finde ich. Schade, dass es beim Rom 2 nur Barbaren gegeben hatten. Bei Attila hatten es auf einmal alle. Das war ganz cool. Mhm. Ja, ich bin mal gespannt, wann der Mod-Kit für dieses Spiel rauskommt. Also wenn ihr das guckt, ist er ja vielleicht schon draußen. Boah, Alter, jetzt hat der 19 Regimenter. Wie soll ich das denn mit dieser Armee aufnehmen? Däh. Ich meine, wir können natürlich gucken und sagen... Genau, wir nehmen ihm irgendwie die Provinz ab. Also die ersten Mods für Thrones of Britannia sind schon draußen mit dem veralteten Tools, die man genau, für alle Tools ja, genau, kann. Die sind damit gemacht worden, so ist es. Ey, aber ich stelle mir echt gerade die Frage, wie soll ich das denn gegen diese Armee da schaffen? Das Einzige, was ich machen kann, ist, ich kann ihm immer halt so versuchen, die Siedlungen abzunehmen, ne? Weißt du, er hat, glaube ich, haben die eine Provinz zurückerobert oder was? Gute Frage. Hm. Okay, wir gucken mal gerade. Also, wo ist. Da ist Northumbria, ne? Ich werde mir eure Vorschläge anhören. Okay. Wie wär's denn mit. Mercy hat sich wieder ganz schön ausgedehnt in der letzten Runde. Der wird wahrscheinlich auch keinen militärischen Zugang gewähren, ne? So viel Kohle habe ich nicht, danke, aber trotzdem, ja. Versuch war es wert. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ja, doch, ich kann das Ding noch ausbauen. Und weil das halt alles so ewig lang dauert, machen wir das mal. Ach ja, ist es nicht schön, so wenig Armeen rekrutieren zu können. Ich glaube, ich muss nach... Obwohl, ja stimmt, das wäre tatsächlich noch eine Überlegung. Ich fahre einfach jetzt nach Irland rüber, ne? Wo wir jetzt einfach irische Provinzen... Aber dann, das Spiel hält bestimmt dann irgendwelche fiesen Modifikatoren für mich bereit, wo ich dann untergehe oder so, wenn ich das mache. Also Pech hast du, wenn Dublin auf einmal der Meinung ist, deine Seeinvasion zu starten? Weil dann musst du warten, bis er geht, sonst hast du echt keine Chance. Ja, ja. Ja, ja. Da wär's dann schon fast schlauer, die Gelen da anzugreifen. Ja, ich will jetzt halt erstmal schon so ein bisschen gucken, dass ich meine walisischen Territorien bekomme. Wow. Ich habe jetzt mal gerade eine Runde lang gewartet mit der Reparatur. Und die Reparaturkosten sind einfach mal halbiert. Ja, ja, das ist, ist schon nicht schlecht. Erstaunlich, ist erstaunlich viel. Apropos. Was mache ich jetzt? Ach, das ist ein Vasall. Ach, das ist ärgerlich. Ist das ärgerlich? So, dann gehen wir hier schon mal runter.
Wir haben immer noch keine Armee aufgestellt. Find ich geil. Ich brauche noch 6 Regimenter, damit ich mindestens 1:1 kämpfen kann. Das ist einfach viel zu krass. Eidenburg wurde ausgebaut. Das hat mir lieber dort gemacht. Bitte? Ja, ich sehe gerade, dass in meiner Nachbarregion ausgebaut wird. Eine Provinzhauptstadt. Mhm. Mal interessieren, was er da bauen möchte. Och nee. Och nee. Scheiße. Ah. Haut da genau jetzt ein Garnisonsgebäude rein. Shit. So, jetzt ist dieser eine Typ wenigstens mal loyal. Ja, okay. Wir müssen hier glaube ich schon die Goldmine ausbauen. Und hier muss ja zumindest die Garnison hier, die muss ja stimmen, ne? Vorher brauche ich das ja nicht probieren. Der holt sich das sonst viel zu schnell. Beziehungsweise ich würde mir das holen. Würde dann da hochlaufen. Boah, ich weiß nicht. Warte mal. Warte mal. Moment. Vielleicht lasse ich mich überzeugen. Sprecht. Okay, das ist auch eine kleine Idee. Das können wir ja mal auf jeden Fall probieren. Bereit zum Dienst. Probieren können wir es mal. Im Namen des Himmels. Bewegt euch. Ist ja nochmal hier rein, bitte. Rodrigs Sohn wird sich beweisen. Besser als wie nix. Wir sind entschlossen. Sparen wir mal ein bisschen Kohle. So, ich gebe nochmal an dich ab. Ja, sorry, das war jetzt bei meiner Version des Parts, war das jetzt ein bisschen ereignislos. Vielleicht würde ich sagen, wird es im nächsten Part ein bisschen spannender, hä? Was meinst du? Bestimmt. Dann also, machen wir nämlich hier einen Schnitt und sehen uns einfach im nächsten Teil wieder, würde ich sagen. Und ich sage dann genau. Bis dann schon mal Pax vobiscum, Valete. Ciao, bis zum nächsten Mal.